will man im AutoCAD Rotationskörper wie zum Beispiel diesen hier erzeugen, dann benötigt man das richtige Koordinatensystem und Polylinien. Ich möchte also zum Beispiel so etwas Ähnliches zeichnen, vielleicht hier nebenan, und werde aber jetzt aufpassen müssen, denn meine Polylinie, die ich jetzt zeichnen würde, würde in XY, also hier flach am Boden liegen. Ich möchte deshalb von vorne drauf sehen auf diese Konstruktion, und alle diese 6 Ansichtsbefehle werden das BKS auch flach auf meinem Bildschirm legen. Wenn ich also hier vorne sage, dann blicke ich von vorne drauf und sehe, das Koordinatensystem ist tatsächlich jetzt flach auf meinem Bildschirm gelegt. Ich kann also hier rechts neben meiner Turbine bereits sehr schnell und leicht eine Polylinie zeichnen, die ich rotieren lassen kann. Die Polylinie finde ich im 3D-Modellierungsmenü an dieser Stelle und beginne zum Beispiel hier im freien, im blauen Bereich, möchte jetzt aber auf alle Fälle orthogonal zeichnen, und darum aktiviere ich den Ortho-Modus. Nach rechts möchte ich vielleicht 300 Einheiten, nach unten vielleicht 50 Einheiten, nach rechts wieder 20. Auf diese Art kann ich sehr leicht meine Konstruktion fertigstellen, hier 25 und wieder 50 nach oben. Und den letzten Strich, den mache ich hier dadurch, dass ich ohne Klicken nach oben fahre und ohne Klicken nach unten fahre. Hier findet mit der Spurverfolgung AutoCAD auch den richtigen Punkt. Und die Polylinie werde ich nicht fertig zeichnen, sondern mit Schließen auch wirklich zu einer geschlossenen Polylinie machen. Wenn ich nun diese Polylinie anwähle, kann ich auch gleich eine Rotation aufrufen, und jetzt werde ich aufgefordert, eine Achse zu definieren. Diese Achse werde ich von oben nach unten definieren, allerdings darf sie nicht durch die Polylinie durchgehen. Hier auf der Seite wäre das schon gut, und nachdem ich den Ortho-Modus aktiviert habe, kann ich hier einfach zweimal klicken. Jetzt fragt mich AutoCAD, ob ich tatsächlich 360 Grad rotieren lassen möchte. Das bestätige ich mit Enter. Mit dem Orbit-Befehl kann ich mir jetzt das Ergebnis ansehen. Interessant ist, dass dieses Objekt immer noch an meiner Polylinie hängt. Das heißt, wenn ich die Polylinie hier markiere und diesen Griff nochmal in die Hand nehme, kann ich auch diesen Körper immer noch verändern. Markiere ich dieses Teil und schaue in der Eigenschaftenpalette nach, welches Objekt das ist, dann sehe ich, dass es ein 3D-Volumenkörper geworden ist. Wie sieht das allerdings aus, wenn die Polylinie nicht geschlossen ist, sondern offen ist? Und dazu schalte ich jetzt wieder in die Ansicht von vorne, steuere hier in diese Region und zeichne einfach noch einmal eine Polylinie, diese ein bisschen freier, so mit mehreren Klicks. Ich werde diese Polylinie absichtlich nicht schließen, sondern sage hier Escape und werde probieren, diese nicht geschlossene, also offene Polylinie zu rotieren. Das wird mir auch gelingen, indem ich hier zwei Punkte für die Achse definiere und mit Enter sage, dass ich 360 Grad Rotation haben möchte. Wenn ich mir dieses Teil jetzt ansehe, dann merke ich, es ist eigentlich kein Volumenkörper. Ich werde auch in den Eigenschaften sehen, das ist eine Fläche. Und wenn ich diese Objekte noch verändern möchte, dann geschieht auch etwas anderes. Ich werde die Polylinie hier markieren, und AutoCAD sagt mir, ich verliere die Assoziativität zwischen der Polylinie und der Fläche. Ich sage aber, ich möchte fortfahren und werde dennoch diese Fläche jetzt verändern, indem ich einfach für diesen Punkt eine andere Kontur angebe. Und jetzt habe ich sowas wie einen Lampenschirm. Also diese Flächen sind natürlich auch machbar, allerdings gibt es keinen Volumenkörper, und solche Flächen sind natürlich nur bedingt brauchbar, wenn man zum Beispiel Bohrungen setzen möchte oder Bearbeitungen setzen möchte. Deshalb ist es entscheidend wichtig zu wissen, ob man eine Polylinie schließt oder offen belässt, bevor man die Rotation oder die Extrusion ausführt.